Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu einer kurzen Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir hier ein richtig schönes, more realistic Stück, vielmehr den Grober von Emmy. Ich gebe gleich mal ein paar mehr Daten, wenn wir gleich in den Shop reinschauen. Und die Texturen sind hier schon mal verblüffend, finde ich einfach klasse. Auch hier die Aufkleber, hier Achtung, ne, nicht die Füße reinstecken. Dann diese Druckluftschläuche und das ist was hier, so ein Katzenaugenreflektor. Okay, auch cool. Dann hier diese Federn, Schrauben, Nieten. Klasse. Echt klasse, kann ich euch nur empfehlen. Man sieht hier, sind da auch noch einige Aufkleber. Ich kann euch hier nochmal zeigen, wie er zusammengeklappt aussieht. Mal die Maschine anschmeißen. So, richtig einfangen. Sekunde. So, und schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Mal aus. Auch wie die so langsam auslaufen. Das ist wirklich richtig klasse gemacht. Dann kann ich hier noch die... tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, wie es heißt, aber ich kann die auf jeden Fall verstellen. Und... machen den nochmal aus. Und wir schauen uns nochmal das Licht an. Jetzt machen wir es mal ein bisschen dunkel. Und auch hier im Dunkeln. Finde ich zumindest. Immer gibt es auch manche Mods, die sehen dann einfach nur noch scheiße aus im Licht. Oder ja, im Licht in Anführungszeichen. Und der hier macht also richtig was her. So, wir schalten nochmal das Licht ein. Ah. Ich möchte nur die Kamera ein bisschen vernünftig haben. So. Ja, wie man sieht, Blinker funktionieren. Und die Rückfahrscheinwerfer nicht, aber Bremslicht ist auch dabei. Ich lasse das nochmal runter. Und auch wenn das Ding so abgestellt ist, sieht der richtig, richtig klasse aus. Ja, zu bekommen ist das Ganze bei ModHoster. Den Link bekommt ihr natürlich unter der Videobeschreibung. Da ist dann auch der Link zur Playlist, wo ihr natürlich auch noch andere Mod-Vorstellungen von mir findet. So. Koppeln das Ganze mal wieder an, wenn er denn anspringt. Komm schon. Ich glaube, ich wollte mal die HUD einblenden. So, warum? Hallo? Jetzt lass mich hier die Maschine im Stich, oder was? Die Kiste springt ja nicht. Drück echt langsam. Ja, spring nicht an. Das ist ja unglaublich. Ich schalte nochmal durch. Die spinnt. Ja, wie lange denn vorwärmen? Okay. Kann es noch nicht mal wegschieben. Das Gewicht nochmal abwerfen. Ja. Maschinenschaden. Wahrscheinlich der andere ist kaputt. Ich habe keine Ahnung. Wir suchen uns mal schnell einen Traktor. So lange wollte ich gar nicht hier machen. Komm, ein Versuch noch. Ein Versuch hat er noch.
bin sprachlos, wie ihr merkt. Ich weiß nicht, ob das der Usus jetzt hier packt. Aber der muss jetzt hier halten. Es ist kein more realistic, aber ich denke mal, das kann man in diesem Fall verschmerzen. Ja, dann kommt noch mal mit auf eine kleine Tour. Da willst du einmal kurz was vorstellen und wird schon wieder ein halbes Let's Play. Aber bevor wir weiterfahren, YouTube, lass den mal laufen. Lass mal ein bisschen heller werden. So. Und jetzt gleich im Zweifel, ich werde den Benz gleich verkaufen, damit ich dann auch an heftige Kohle, damit ich dann auch ans Gewicht gleich dran komme. Das ist übrigens hier die Gorzkova V3 Map. Die gibt es auf meinem Kanal als Let's Play mit ausschließlich More Realistic Mods. Ist ein kleines Experiment. Wenn ihr daran teilhaben wollt, einfach mal in der Videobeschreibung schauen. Da findet ihr auch den Link zu meinem Kanal. So, also ein, was ich jetzt noch machen wollte, wenn ihr es noch sehen wollt, einmal natürlich übers Feld rüber. Finde ich jetzt nicht so ganz unwichtig beim Rover. Geht ja nicht nur um nett aussehen. So, wir sind jetzt auch schon da. Das ist das erste Mal, dass ich da einen Maschinenschaden habe, dass der Benz mich in Stich lässt. So. Auf den verkaufen wir mal eben. Also im Normalfall hätte ich jetzt auch das Ganze nochmal neu gestartet, aber ich denke mal, ihr werdet es verschmerzen und nehmt mir das jetzt nicht übel. Solche Pannen können halt mal passieren. So. Mal erstmal das Gewicht dranhauen. Na, das hat ja schon mal geklappt. So, jetzt das gute Stück wieder ankuppeln und dann... Ich könnte es auch rausschneiden, oder? Nee. Okay. Passt. Sogar farblich schöner. Hm? So, dann wollen wir mal schauen. Ist noch ein bisschen diesig. Ich glaube, ich muss es noch ein bisschen heller machen. Vor allem hat er auch eine schöne Arbeitsbreite. Ich weiß, Risiko, aber wir gucken nochmal ganz kurz in den Shop. Und zwar... Komm schon. Wo bist du? Da. Grubber. Kappbare Klapp. Bare Kreiselecke. Für den Schlepper von 140 bis 300 PS. Mit hinterer Walze, zentraler Gelenkwelle ohne Begrenzer und seitige Gelenkwelle mit Rutschkupplung. Ja, kostet am Tag 18 Euro Wartung. Dann habt ihr das auch noch gesehen. So, noch einen kleinen Tuck heller. So. Gucken, ob der jetzt wieder anspringt. Tja, der Usus läuft. Also einfach nur geiles Teil. Mal ein Stück zurück.
Man sollte nicht ganz so schnell fahren. Also merkt euch, maximal 15 km/h. Versucht es jetzt mal vernünftig einzufangen. Also von der Animation wirklich klasse. Auch diese Walze hinten, die sich dann halt nur mit Geschwindigkeit des Fahrzeugs dreht. So. Dann kann ich hier noch diese... Sind das dann Walzen, würde ich sie einfach mal nennen. Kann ich dann halt noch hoch und runter stellen. Ja, das war's schon. Und klare Empfehlung, einfach mal runterladen. Anschauen, ausprobieren und sorry wegen dem Benz, der geht in die Werkstatt und ich glaube, da ist noch Garantie drauf. YouTube, macht's gut und vielleicht sehen wir uns immer auf meinen Kanal. Ich würde mich echt freuen. Ciao.